Der wichtigste Faktor, warum Plastik in die Weltmeere kommt, ist, dass in den Schwellen- und Entwicklungsländern entweder nur mangelhafte oder gar keine Abfallentsorgungssysteme sind und deswegen die Menschen ihren Müll in die Flüsse und die Meere verbringen. Und wenn man dieses Problem ernsthaft lösen will, dann muss man zu einer nachhaltigen Finanzierung der Abfallentsorgungssysteme in diesen Ländern gehen. Und da gibt es neue innovative Ansätze. Nehmen wir die Plastikbank, die im Moment in Haiti genutzt wird. Da werden Plastikartikel im Blockchain-Verfahren gekennzeichnet und mit einem Wert belegt, sodass es sich lohnt, das Plastik einzusammeln und nicht wegzuwerfen. Und damit kann eine nachhaltige Finanzierung der Abfallentsorgungssysteme selbst in den Schwellen- und Entwicklungsländern erreicht werden. Ein innovativer technischer Ansatz, der 10-mal mehr bringt als alles, was Sie in diesem Papier geschrieben haben. Und ich möchte es noch mal sagen: Wer nicht den Mut hat, die Probleme zu benennen, hat nicht die Kraft, Lösungen zu schaffen. Dass unsere Ideen zum Schutz der Meere origineller sind, tatsächlich mutiger sind und global wirksamer sind, sollte gerade Ihrer Partei zu denken geben.